In der Schneiderei entstehen die Kostüme für die Produktion. Nach den Vorlagen der Kostümbildnerinnen und Kostümbildner, den sogenannten Figurinen, werden die Kostüme den Darstellerinnen und Darstellern auf den Leib geschneidert. Außerdem kann auf den etwa 40.000 Kostümteile umfassenden Fundus zurückgegriffen werden. Das wichtigste Baumaterial für Bühnenbilder ist Holz. Auch große Elemente können noch gut transportiert und mehrfach auf- und abgebaut werden. Nach den Vorlagen der Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner werden die einzelnen Elemente gefertigt. Anschließend werden sie in den anderen Werkstätten bemalt oder mit Stoff bespannt. Für die nötige Stabilität sorgen Konstruktionen aus Metall, die in der Schlosserei hergestellt werden. In der Maske wird nicht nur geschminkt. Spitze Ohren oder lange Nasen entstehen auch hier und Perücken. 60 bis 80 Stunden arbeiten die Maskenbildnerinnen und Maskenbildner an einer Perücke, die oft aus menschlichen Haaren gefertigt wird. Nach dem Knüpfen lässt sie sich frisieren wie die eigene Haarpracht. Saal bekommen die Bühnenbildelemente ihre Farbe. Theatermalerinnen und Theatermaler malen im Stehen. Neben fotorealistischen Bildern erschaffen sie auch verblüffende Oberflächen, sodass sich eine hölzerne Wand in die Steinfassade eines Hauses, die verrostete Metallwand eines Kerkers oder die Marmorhalle eines Schlosses verwandelt.